Howdy Friends! Today machen wir zusammen mal sauleckere Hamburger Buns selber. Nicht das gekaufte Zeugs, sondern diesmal machen wir selber leckere Hamburger Buns. Ich sage euch, die schmecken viel, viel besser als alles, was ihr euch im Supermarkt oder so kaufen könnt. Ja? Also probiert es einfach mal aus und ich wünsche euch viel Spaß mit Rolly Backt und Cocked. Für unsere Hamburger Buns brauchen wir jetzt als erstes mal 500 Gramm reines Weizenmehl, so wie der Amerikaner es liebt. Eine Packung Hefe lösen wir auf in 230 ml Wasser. Ihr könnt natürlich auch einen halben Trockenhefewürfel nutzen. Der Sohn schaut schon hin, das Wunder der Hefe beginnt bald. 20 ml Milch geben wir noch dazu. Ihr könnt stattdessen aber auch 25 Gramm Milchpulver nehmen, dann wird das Ganze etwas fluffiger, wer das lieber möchte. Und dann geben wir unsere Hefemischung auch schon zum Teig mit hinein. Zucker brauchen wir natürlich auch ein ganz klein wenig. 30 Gramm verteilen wir einfach hier mal über dem Teig Hefegemisch. Und natürlich bleibt es nicht beim Zucker, sondern wir brauchen auch noch Salz. 10 Gramm. Reinstes, feinstes Salz einfach mal noch mit hineingeben. Ja, und dann ist der Teig schon fast fertig. Ein Ei müssen wir noch dazugeben, so wie Gott es schuf, rund, frisch von glücklichen Hühnern. Und jetzt beginnt Handarbeit, das heißt, den Teig einfach schön mit den Händen so lange durchkneten, bis wir eine schöne homogene Masse eben haben. Man kann das Ganze auch natürlich mit der Küchenmaschine und einem Knethaken machen. Ich mache hier aber gerne Handarbeit. Das macht einen ehrlichen Hamburger Bun einfach aus. Also schön kneten und manchen. Es klebt ein bisschen an den Fingern zu Anfang, aber das löst sich relativ schnell. So, ihr seht schon, wenn das ganze Mehl dann aufgearbeitet ist, so wie hier, dann ist der Teig soweit erstmal ganz gut. Dann decken wir ihn einfach ab. Ja, einfach ein Küchentuch drüber. Und dann an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. Und so sieht er dann aus nach der Stunde. Der Teig hat deutlich an Größe gewonnen. Das ist auch gut so. Den lösen wir dann eben einfach kurz aus der Schüssel. Die Ärmel zurückgekrempelt. Und jetzt formen wir aus dem Teig eben einfach so eine kleine Wurst. Und diese Wurst, die teilen wir jetzt dann in Stücke. Und zwar je nachdem, wie groß ihr eben eure Hamburger Buns haben wollt. Ja. Das Teilen geht am besten einfach mit einem Messer. Das heißt, ihr nehmt euch einfach ein scharfes Messerchen und dann werden die Buns in Stückchen geschnitten. So, wenn wir dann das erledigt haben, dann nehmen wir uns jeweils einen so einen Teigklumpen, rollen ihn zu einer Kugel und jetzt immer von oben nach unten ziehen, den Teig und unten wieder zusammendrücken. Das hat zur Folge, dass die Buns nachher im Ofen nach oben aufgehen und nicht nur so in die Breite, sondern dass wir richtig schöne, hohe Hamburger Buns haben. Ist ein bisschen eine Übungssache am Anfang, aber man hat es relativ schnell raus, den Dreh. Also keine Sorge. Wir können das Ganze natürlich auch mal ein bisschen mit dem Nudelholz nochmal bearbeiten. Dann wird es eben etwas gleichförmiger, auch eine gute Möglichkeit. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Probiert es einfach mal aus, die verschiedenen Möglichkeiten. Dann weiß man am leichtesten dann, wie man es persönlich gerne hätte. Wenn man fertig ist, die Buns nochmal abdecken, die Teigrohlinge jetzt halbe Stunde nochmal gehen lassen und wir sehen jetzt, die haben nochmal an Größe gewonnen. Ab in den Ofen, 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad, je nachdem wie euer Ofen so drauf ist. Und so sehen dann die fertigen Buns eben aus. Die sind außen ein bisschen fester, als man es jetzt von den Fastfood-Bratern kennt, sind aber innen genauso locker und fluffig und geschmacklich, gar kein Vergleich, viel, viel besser. Probiert es einfach mal aus. Die sind wirklich super fix gemacht und ja, ihr seht schon, der Sohn ist begeistert. Also, einfach mal ausprobieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, euer Rudi.